WrestleMania 27 und wir dürfen das Match machen. Edge vs. Alberto Del Rio. Am 3. April 2011 in Atlanta, Georgia. World Heavyweight Championship. So. In Atlanta, Georgia vor 71.817 im Georgia Dome. Alberto Del Rio gewann 2011 das Royal Rumble Match, das größte Royal Rumble Match aller Zeiten mit 40 Leuten und erhielt somit das Recht Edge zur World Heavyweight Championship zum, das Recht Edge für den World Heavyweight Championship herauszufordern bei WrestleMania 27. In den Wochen danach griff Del Rio weiterhin jeden an, der sich in den Weg zu seinem Ziel stellte, um sich den Titel World Heavyweight Champion zu sichern. Zielstrebig sein Schicksal zu verwirklichen, als World Heavyweight Champion bei der WrestleMania 27 ließ Del Rio seinen frustfreien Lauf in der WWE-Welt und an den World Heavyweight Champion Edge. Sein bekannter Spruch war: "It is my destiny to be the World Heavyweight Champion." Tja, und wir dürfen das letzte Match von Edge noch machen. Super, freut mich wirklich. Trifft Del Rio mit dem Outside Dive für ein Wake-Up Taunt im Ring aus. Verstecktes Ziel, die Siege durch Pin. Boah, da bin ich immer mal gespannt. Das ist wahr. Alberto Rio damals noch mit seinem Auto, mittlerweile geht er nicht mehr mit seinen Autos rein. Ricardo Rodriguez als Ansage, finde ich super gemacht. Auch wenn er eigentlich viel mehr sagt, aber ist nicht schlimm, das reicht auch. Hauptsache er sagt was. Er ist ja ein super Entertainer, muss man sagen, Ricardo Rodriguez. Und ja, das reicht doch mal. Jetzt kommt der letzte Auftritt vom Rated R Superstar Edge und ich halte jetzt meine Fresse. Und ihr schaut euch mal den Einzug mal zum letzten Mal an. Ja, er hat noch nie den World Heavyweight Championship verteilt und er hat noch nie einen Welt-Series-Titel gewonnen. Hat nie geschafft. 25 war nix, 23 war auch nix, 24 hat er den Titel an den Undertaker verloren, 25 an John Cena verloren, 26 konnte er sich nicht gegen Chris Jericho durchsetzen und nun versucht er sein Glück gegen Del Rio zu verteidigen. Und der World Heavyweight Championship, das SmackDown-Blaue. Oh ja, das wird ja lustig. Und somit der letzte Auftritt vom Rated R Superstar Edge. Outside Drive, drücke L1 gedrückt. So. Der Outside Dive. Moment mal. Der Outside Dive. Das ist doch der Outside Dive, oder nicht? Warum soll ich denn in Seilen rennen? Oh,
Moment, ich probier's mal aus. Ah, Junge. Bin dreimal daneben. So. Sehr schön. So. Oh, jetzt bleibt doch mal sitzen. Bleibt doch mal. So. Und. Sehr schön. Nein. Was soll das? So. Jetzt ein paar Schläge. Komm. Outside Dive. Oh. So weit kann Edge auch springen. So. Ey, ich habe ihn getroffen. Lol. Probier doch mal. So. So. Ey. Boah, jetzt aber schön gemacht. Und jetzt. Paar Schläge. Boah, bleib mal ruhig, Junge. So, und jetzt. DDT. Bleib mal liegen, jawohl, sehr schön. Ey. Jawohl. Ey, ich hab ihn getroffen. Mein Gott. Oh, macht er nun? Bad Breaker. Jetzt schon wieder. Bam! GTS. Jetzt greift er meinen Arm an. So. So, jetzt kommen wir ein bisschen mit. Ja, wann haben wir hier? Und Pam. So, komm rein. Und jetzt hier gegen. Und schön, auch schön von Edge. So. Und jetzt. So, ey, jetzt spring doch. Ja, geht, das geht auch. Machen wir doch klar. Das ist der Outside Dive. Oder nicht. Jedenfalls gilt der. Habt ihr jetzt gesehen. So, jetzt. Edge hat. Wunderschön. Lol. Edge. So. Ey, jetzt komm. Ey. 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 Was soll die Scheiße? Ich kotze. Oh, schöner Moonsault. Der Maul der Rio. Ich lass meinen Arm in Ruhe. Ich schwächte meinen Arm. Scheiße. Na, da fehlt aber noch ein Verband von Edge, ne? Weil Edge hat, der Rio hat ihn ja ein bisschen fertig gemacht. So. Ah, scheiße. Jetzt hat er auch noch ein Signature. Ey, ich kriege auch nichts gebacken, Junge. Ja, es regt mich so auf. Oh, jetzt mit seinem Scheiß Insul Giri. Jetzt ein Cross Arm Break oder was? Nee, pinnt er mich. Jawohl. Nein! Oh, nee, sein. Ich glaube, das ist der. No, Scheiße. So. Haha, schlecht. Das ist auch kein Finisher hier. So. So, und jetzt. Sehr schön. Und jetzt Edge Head. Aber hier fehlt noch was. Hier fehlen Christian und Brodus Clay. Die hatten ja auch wenigstens Begleitung. Das wäre auch noch schön gewesen. Aber ist nicht schlimm. Und Spear. Spear. Und jetzt. One,
2, 3. Sehr schön. Wir haben das letzte Match von Edge gewonnen ohne einen zweiten Versuch. Wunderbar. Er hat es geschafft. Sein letztes Match hat er gewonnen. Und er hat auch endlich mal den Titel mal behalten und nicht verloren. Oder nicht geschafft, ihn abzunehmen von einem anderen.